hast es gerade angesprochen, du schreibst einen Roman und musst da dranbleiben. Wir hatten mal einen Autor hier zu Gast, den John von Düffel. Der hat erzählt, dass er in seinem Kopf so eine Art WG hat von den ganzen Personen, die er beschreibt sozusagen. Mhm. Also und das wächst und wenn dann das Buch tatsächlich geschrieben ist, ist die WG auch fertig oder abgeschlossen sozusagen. Geht dir das so ähnlich? Kann man sich das so vorstellen? Ich glaube, die Figuren, die in meinem Roman vorkommen, die würde man nicht in eine WG zusammenbekommen. Da würden die sich weigern. Aber es ist schon so, also man lernt die unglaublich gut kennen. Das ist auch fast beängstigend, wenn man so dem Ende dann entgegen schreibt, dass man weiß, die sind auch irgendwie in 2 Monaten sind die weg. Und dann sitzt man da wieder allein. Das ist halt so, man wird irgendwie von 10 Menschen auf einmal verlassen. Das ist ganz furchtbar. Ja. Und deswegen ist es schon ein sehr enges Verhältnis, was man zu denen hat. Das letzte Buch, was von dir erschienen ist, oder ist Reglose Jagd, ein Gedichtband. Du schreibst Gedichte. Was hat es denn mit diesem schönen Titel für eine Bewandtnis? Reglose Jagd. So schön im Waldmeistergrün gehalten hier, dieser Einband. Ja, es geht in dem Band ganz viel um Jagdmotive. Und was hat dich daran fasziniert? Jagen ist ja etwas, was uns... Wir jagen ja dauernd irgendetwas hinterher. Und auch dieses Gefälle von Jäger und Gejagtem, also dieses Machtgefälle und wie es dann plötzlich umschwenkt und plötzlich der Gejagte, der Jäger wird. Mhm. Das finde ich ganz, ganz reizvoll und dann man kann einfach sehr viel damit machen. Also sei es Tier-Mensch-Ebene, Mensch-Mensch, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das so als Rahmenprojekt fand ich irgendwie ganz schön. Wie bist du darauf gekommen? Es ist doch eigentlich ein bisschen ungewöhnlich für eine junge Frau, Mitte 20, bist jetzt glaube ich gerade 26 geworden, über Jagd zu schreiben oder Gedichte darüber zu schreiben. Es geht jetzt ja auch nicht ausschließlich um den Hasen, der geschossen wird, geht es auch mal, aber es geht auch um die Großstadtjagd, um der Mensch, ein Mensch, der einen anderen Menschen jagt, ein Mensch, der sich gejagt fühlt. Mhm. Also mehr im übertragenen Sinne.